Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in meinen letzten Livestreams und auch auf Discord wurde ich wirklich sehr oft gefragt, warum die iPhone-App immer abstürzt. Und ja, in diesem Video möchte ich euch mal erklären, warum das so ist, warum die App immer abstürzt und wie ihr den Fehler beheben könnt. Und das ist wirklich sehr einfach und geht auch sehr schnell. Warum stürzt die iPhone-App immer ab? Und zwar hat die iPhone-App letztes Jahr im August zur gleichen Zeit wie GTA Online auch ein Update bekommen. Und ja, seit diesem Update kann die App keine gemoddeten Autos mehr erkennen. Das heißt, die App, sie erkennt die letzten 10 gefahrenen Autos von euch. Und wenn unter den 10 letzten gefahrenen Autos ein gemoddetes Auto dabei ist, das heißt, wenn ein Auto dabei ist mit F1-Reifen oder ein Auto, was nicht von Bennys ist, was Bennys Felgen drauf hat zum Beispiel, oder irgendeine gemoddete Farbe von irgendeinem Mod-Menü aus dem PC. Das führt dazu, dass die App dann abstürzt, weil die App das gemoddete Auto nicht mehr erkennen kann. Und ja, wie könnt ihr das Problem jetzt lösen? Und zwar ist es ganz einfach, kauft euch am besten 10 LEDs in eine Garage und ja, fahrt mit diesen LEDs einfach mal aus der Garage raus und dann wieder rein. Dann sind eure 10 letztgefahrenen Fahrzeuge 10 LEDs, das heißt, die Fahrzeuge sind nicht mehr gemoddet. Ich habe auch dasselbe Problem gehabt, ich habe das Problem auch so gemacht. Das geht halt mit LEDs, habe ich das gemacht, mit Luxus geht das genauso. Und ja, es dürfen halt nur keine gemoddeten Autos sein. Ja, probiert es einfach mal aus, es wird auf jeden Fall klappen, Leute. Und ja, wenn das Problem auftreten sollte, dass die App immer noch abstürzen sollte, dann wird es daran liegen, Leute, dass ihr bereits im Cheater-Level angekommen seid. Und ein ausführlicheres Video zum Cheater-Level wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen folgen. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.